Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu WWE 2K60 in unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mein Gegner, der Rivano. Hallöchen! Ja, und zwar darf ich diesmal... Da unten im Loch auch hörst. Und zwar darf ich eine Wahl treffen heute. Oh. Die mir doch ziemlich schwer fällt, aber ich nehme natürlich meinen Glücksbringer und dafür darfst du auf die linke Seite. Oh, okay. Und zwar bist du Barrett, wie heißt der? Barrett, Bad News halt. Barrett. Bad News Barrett, genau. Yes, okay. Den habe ich auch noch nicht gespielt, da bin ich schon mal gespannt. Genau, und dein Gegner wird sein... Ja. Oh, okay. Und ich hoffe, dass die PS-Taste wieder mein Freund sein wird. Ja. Ich hab einen Trick jetzt gefunden, wie ich das umgehen kann. Nein! Ich habe nämlich die Finger von meinem. Ich habe nur den Daumen auf dem Dings da und der Rest ist weg von meinen Fingern. Wie machst du das sonst? Ja, ich habe sonst alle. Ja, ich habe meine ganze Hand draufgelegt und versucht zu drehen, so weißt du. Echt? Klar, richtig brutal. Gut. Naja, auf jeden Fall werde ich dem Onkel diesmal nicht so leicht machen. Ja, komm, weil in die Fresse. Ich möchte diesen komischen Typen weghaben, weil ich Angst habe, dass der irgendwann sonst mal vielleicht einen größeren rauswirft von mir. Und ja, das möchte ich halt umgehen. Ich habe gerade Dings geguckt, da hat er schon Ultimate Warrior. War da hat schon Ultimate Warrior rausgehauen. Wie groß sollst du noch werden? Nee, Mustafa, so nicht. Wow, voll in die Klöte rein. Hä? So, erstmal eine verpasst bekommen, ja. Was ist das für ein Scheißes manchmal? Ja! Hä? Na endlich ist es vorbei hier. Au. Was war das denn? Ich renne und er läuft hin und halt ihn am Bein und ja, das war's. Was, das war der Arm? Ja, meine ich ja. ist kein Unterschied, Bein und Arm. Nein. Ha, geht doch. Na, hast du Glück gehabt, mein Kleiner. Willkommen zurück im Ring. Oh, das sah jetzt schmerzhaft aus, als es eigentlich gewollt war, glaube ich. Oh. Wow, Barrett, geile Aktion, ey. Ohne Witz. Bin ich froh, dass du so hardcore-mäßige Attacken machst. Oh, das auf dem Stuhl oder am Tisch, ey. Das wäre mein Traum. Der Colonel ist draußen. Der Colonel rein. Oh. Nein, und ich rein. Boah, sind wir blöd. Ja, wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Also ich glaube sogar, dass Bad News Barrett will ja jetzt, wie ich gehört habe, aufhören mit WWE. Und wie ich... Was macht der? Aufhören bei der WWE. Echt jetzt? Und wie ich weiß, soll der zu MMA oder UFC oder so wechseln. Wow. Also es ist ein Gerücht. Ne? Okay, ich hoffe nicht. Ich fand den noch nicht ganz witzig. Na, ich glaube, der ist gut aufgehoben da drüben, weil der war ja mal ein Barnacle-Fighter. Also ein Straßenkämpfer, weißt du? Hallo! Aus, ja, ey! Nicht du, ja, ich bin gerade vertieft am Kämpfen, was denn? Ja. Ja. Ich muss meine Konter gucken hier. Du machst mich fertig. Warum kann man nicht raus? Du bist ein Killer. Ich meine doch meine Figur mit Hallo, weil der nichts gemacht hat. Ach so. Ja, manchmal ist das so, ne? Da sagen die sich, nö, wieso sollte ich denn was tun?
Er mag mich nicht, er mag mich einfach nicht. Er mag nicht. Extra slow. Das war gut. Ja, Mann, ich hab dich doch festgehalten und gepunished. Ey, Alter. Nee, doch nicht. Na, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es war auf jeden Fall eine coole Aktion. Auf jeden Fall eine nette Aktion. Ah, der Bürgergriff. Nett auch nicht. Oh. Private Barrise. Okay. Du bietest mir förmlich immer die geilen Moves an hier, weißt du? Hä? Hast du mich beim Aufheben schon gekontert? Mhm. Mhm. Ah, okay. 200 Versuche beseitigt, weil sein Arm durch das scheiß andere Seil geschwungen hat. Ich muss das nicht so oft machen, deswegen. So! Ja! Boah. Ein Finisher! Ja! Yeah. Oh, voll durchgezogen! Ja, jetzt komm! Oh. One! Two! Nein! Der kommt raus! Scheiße, aber geil, ey! Oh, hast du nicht mitgerechnet, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich hab dir mal gerafft, dass du einen Finisher hast. Alter. Ah, oh, schönes Ding. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ich wollte das gar nicht. Ich wollte einen Pin machen. Den Pin durchziehen ist besser als das scheiß Abgebrechen, muss ich ehrlich sagen. Ja, glaube ich auch, aber ist egal. Aua, Mann, das gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Ach du Scheiße. One. Ah, okay. Doch so groß noch. Jetzt hör mal auf, über das zu denken, du Blödwicht. Ha, huhu, ha. Ei, 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 ei. Bam! Was sagst du dazu, hä? Haha. Erst wollte man das schlagen, aber dann hat er sich gedacht, nee, versagen wir doch lieber ganz und, Oh. Oh, du Idiot, ich hab doch gedrückt. Zu spät. Zu spät. Kann ich irgendwas drücken? Ja, mein Finisher. Achso. Ist rausgekommen. Drück auf die verkackte PS-Taste jetzt sofort! Hab ich sogar. Echt? Ja, aber wo ich schon rauskam. Oh. Ach, deswegen das Kacke. Aber egal, war gut, ja. Normalerweise müsste ich gekontert haben. Weil ich hab den Punkt erwischt, glaube ich, ne? Aua, ja. Ja, meiner ist leicht ein wenig müde. Leicht ein wenig. Mhm. Da erholt sich immer erst von den blöden Bekackten der alte Mann, Kacke. Oh. Au. Man ist so da müde. Der Mann ist zu Boden gegangen, aber geil. Oh. Na komm. Steh auf. Nein! Na egal. Na komm, wenigstens steh auf. Wenigstens steh auf. Ja! Fick mal. Ärgerlich. Oh, und wieder in die Ecke. Und er kommt angeschlappt. In Zeitlupe. Aua. Ja, das hat wehgetan. Barrett made
Aua. Oh, schönes Gerät. Schönes Gerät. Oh Mann, liebe Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie spannend das ist gerade hier. Ich bin total verzweifelt. Was mache ich denn jetzt vor lauter Angst? Ja, nein! 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 Scheiße! Oh, ich hab's so geahnt. Ich hab's sowas von geahnt. Ja, ich weiß. nein, ey, komm raus, du Idiot. Drück irgendwas. Ich drück mal was. Ja. Mein Gott, dreh dich doch. Komm schon. Ja! Ah, Kacke! Ja. Der scheiß Mustafa, ey, der ist behinderte Scheiße. Ich meine, es war einer deiner, aber ey, gibt's doch gar nicht, ey. Oh. Aber es ist schwierig hinterher, der Feld wird so groß, Wahnsinn. Ja, Onkel ist wieder, sein Comeback ist wieder da. Toll. Guck mal, wie der guckt, der Körner. Das Lustige ist, so guckt der Onkel auch immer. Das Lustige, ich sehe dich ja nicht, das bei mir von einem anderen Kameraden. Aber auf jeden Fall, was soll denn das schon wieder heißen? Auf jeden Fall muss ich sagen, Colonel Mustafa ist der einzige Typ, den ich in meiner Liste habe, den ich eigentlich überhaupt nicht ab kann und mit dem ich eigentlich überhaupt nicht dahinter stehe zu gewinnen, aber mit dem gewinne ich ständig. Wahrscheinlich gewinne ich deswegen mitten, weil ich bei dem am ruhigsten bin, weil es mir scheißegal ist, ob er rausfliegt oder nicht. Ja, ich glaube auch. Und das Schlimme ist, der Nächste, der müsste da rein theoretisch gegen Giant kämpfen hinterher, oder? Nein. Okay. Ja, dann wäre natürlich krass gewesen. Naja, nichtsdestotrotz, Onkel. Gutes Match und ja, du bist dran. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Match. Oder wieder der Rivano wählen darf, wie immer halt. Ja? Und da würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Ciao.